Wir gucken uns jetzt an. Neues Video, Seven vs. Wild Staffel 3, Gegenstände und Kleidung, das sind die neuen Regeln. Da bin ich sehr gespannt. So, Freunde, kurz mal hier ein bisschen aufrichten, denn wie steigen wir jetzt in das Thema der Gegenstände ein, ohne dass ihr mir den Kopf abreißt? Ja, beim letzten... Ich glaube, es wird nichts. Mal im letzten Jahr gab es ja wirklich sehr heiße Diskussionen, was wir da mit diesem Format machen. Und eventuell wird es auch dieses Jahr wieder zu hitzigen Diskussionen führen. Wir starten mit einem kleinen Recap. Staffel 1, jeder durfte 7 Gegenstände mitnehmen. 7 Outdoor-Gegenstände, die quasi auf... Das war schon ziemlich geil, fand ich, als dann Fabio, den ich zu dem Zeitpunkt nicht kannte, plötzlich nichts mehr aus seiner Tasche rausgeholt hat. Im Orga-Team abgenommen wurden. Und ja, Fabio hat sich nicht ganz dran gehalten, ihr erinnert euch, aber der Rest hatte, ja, passend... Mensch, Fabio hat halt die vierte Klasse nicht erreicht. Der kann halt nur bis 2. Sachen dabei, Säge, Axt, Schlafsack, Tarp, Hygienekit, Feuerstahl, Feuerzeug, habe ich Topf schon gesagt, alles mögliche habt ihr gesehen. Schnur, Angelset und so weiter. Dann gab es aber auch die Abgabe-Challenge und wer sich da noch dran erinnert, weiß, dass ich da 4 Gegenstände abgegeben habe. Das heißt, ich hatte nur noch meine Kukri, meinen Feuerstahl und meinen Schlafsack. Was so ein bisschen dazu geführt hat, dass ich limitiert war in meinen Projekten. Ich konnte irgendwie nicht mehr angeln, mein Shelter stand schon und es wurde so ein bisschen zäh, fand ich. Dann haben wir in Staffel 2 überlegt, okay, wir haben wirklich eine bunte Mischung an Teilnehmern. Wollen wir nicht lieber die Gegenstände den Skills anpassen? Ja, also wollen wir nicht mal eine Art Hardcore-Challenge machen im Sinne von, dass meine Wenigkeit und Otto nur einen einzigen Gegenstand mitnehmen können. Das war cool, das waren krasse Erfahrungen. Ich bin auch sehr froh, dass wir das gemacht haben. Muss ich auch sagen, fand ich auch gut, weil so ein bisschen mehr Chancengleichheit da war. Dadurch, dass die Teilnehmer halt so unterschiedlich waren. Hat aber natürlich auch dazu geführt, dass wir auch da teilweise dann sehr limitiert waren und manchmal auch nicht viel machen konnten. Klar, ihr habt es gesehen, ich habe ein paar Shelter gebaut. Feuer hat aber nicht so richtig funktioniert. Nahrungsbeschaffung war eine Vollkatastrophe, wenn wir mal ehrlich sind. Also ja, es geht. Wir haben gesehen, man kommt 7 Tage lang mit einer Machete auf einer Insel durch. Aber was gibt's da noch für Möglichkeiten? Das heißt, unser Learning war weniger Gegenstände und das Ganze wird schon deutlich härter. Man muss sich viel mehr durchquälen. Ja, gibt man den Leuten zu viele Gegenstände, ist es dann irgendwann auch zu viel Glamping und die Leute haben einfach die ganzen Lösungen für die Probleme einfach schon mit dabei. Hinzu kam auch, und das habt ihr auch größtenteils nicht mitbekommen, aber es gab stundenlange, tagelange Diskussionen mit Teilnehmern und Orga-Team, was erlaubt wäre. Ja, ich meine, Knossi hat ja eigentlich auch noch ziemlich, ziemlich gut seine lange Unterhose mit reingeschmuggelt, mehr oder weniger. Und ich glaube, Knossi und Martin zusammen hatten, glaube ich, viele Ideen, wie man da so ein bisschen die Regeln vielleicht hätte austricksen können. Ist das ein Gegenstand? Sind das 2 Gegenstände? Bababam, das ist erlaubt, das nicht erlaubt. Es war eine riesen Vollkatastrophe. Und genau deswegen haben wir uns dieses Jahr für eine ganz andere Methode entschieden. Als allererstes bekommt jeder Teilnehmer den identischen, also gleichen Schlafsack. Es gibt einen Schlafsack, der an die Witterungen dort vor Ort angepasst ist und jeder Teilnehmer bekommt diesen Schlafsack. Und jedes Team bekommt eine 1-Liter Flasche. Und der eine oder andere kann sich denken, worum es jetzt geht. Wir machen dieses Jahr in Staffel 3 eine Fits in a Bottle Challenge. Das heißt, jeder Teilnehmer hat den gleichen Schlafsack und jedes Team hat eine Flasche. Und diese Flasche kann befüllt werden mit all möglichem Zeug. Okay, also eine Klappsäge kriegst du da nicht rein, glaube ich. Wird schon schwierig. Okay, also Angelset ja auch safe. Das geht auch gut rein, das kannst du machen. Ein Messer kriegst du rein, aber Paracord kriegst du rein. Wird schon langsam schwer, ne? Also ich würde den Rest auf jeden Fall mit Steinen auffüllen, sicher. Weiß nicht, ob man Steine braucht. Gucken. Außer, ganz wichtig, natürlich keine illegalen Sachen, die gegen irgendwelche Gesetze verstoßen. Einfach die komplette Literflasche voll mit Kokain. Und auch keine Multimedia-Geräte.
Also quasi alles, was irgendwie ein Display und Lautsprecher hat, ein Handy, GPS-Gerät, Satellitentelefon, Tamagotchi, Gameboy, MP3-Player, so. Das ist und Tamagotchi ist nicht erlaubt? Ganz ehrlich, dann nehme ich auch hiermit meine Bewerbung zurück. Dann möchte ich halt auch nicht. Natürlich, das ist alles nicht erlaubt. Aber ansonsten kann man hier reinpacken, was man möchte. Du kannst da Essen reinpacken, Nudeln, Reis, einen Riegel. Oder du entscheidest dich für sinnvolle Tools. Keine Ahnung, ein Feuerstahl, Pfeil. Entweder du machst da Essen rein oder halt Sachen, die man wirklich gebrauchen kann. Also Essen reinmachen wäre halt auf... sorry, das wäre aber auch wirklich richtig dumm, oder? Also das ist ja weg dann. Spitzen, Angelhaken, Sehne, Schnur und so weiter. Also aber ich könnte mir vorstellen, ich hab gestern zum Beispiel gesehen, dass sich Revi und Hugo zusammen beworben haben. Also bei Hugo könnte ich mir schon vorstellen, dass da Kinderriegel mit reinwandert. Der Kreativität sind quasi keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, die Flasche darf nicht verformt werden, die bleibt so wie sie ist und der Deckel muss natürlich komplett geschlossen sein. Ich habe gerade gesagt, viele Gegenstände und wir sind plötzlich in einem Campingausflug. Hier kann man extrem viele Gegenstände reinpacken, aber wir haben durch dieses System eine extrem krasse Volumensbegrenzung. Kriegt man hier die große Baumsäge von Chris rein? Nee. Oder auch die Säge von Sabrina? Nee. Keine Chance. Kriegt man hier eine Machete rein? Nein. Nee. Kriegt man eine Axt rein? Nein. Nee. Kriegt man hier einen Tarp rein? Ja. Eventuell, ich schätze mal, dann ist das Ding voll. Bekommt man hier einfach ein ganz klassisches Outdoor-Messer, feststehende Klinge mit Scheide und Feuerstahl rein? Nein. Bekommt man ein kleineres Messer mit Scheide rein? Ja? Boah, das ist aber wirklich nicht viel, du. So. Worauf will ich hinaus? Das Ganze wird, glaube ich, super spannend, weil jetzt jedes Team gemeinsam tüfteln muss und überlegen muss, was packe ich hier rein? Worum geht's beim Thema Überleben? Wasser, Wasseraufbereitung, Feuer, Shelter, Nahrung, Sicherheit. Ich will nicht zu viel spoilern. Ich finde das System super geil. Es ist ganz was anderes. Und ich bin jetzt schon extrem gespannt, was die Leute sich ausdenken, was sie da reinpacken. Ganz wichtig, ihr könnt natürlich auch Sachen modifizieren. Ihr könnt irgendwo was abschneiden, was absägen und da reinpacken. Ist keine Grenzen. Ihr könnt ja Reis reinkippen, keine Ahnung. 50 Angelhaken da reinmachen. Wenn das Ding voll ist. Ich überlege gerade, ob es irgendwelche anderen Formen von Sägen gibt, die du vielleicht reinkriegen könntest. Das Einzige, was mir aber einfällt, ist hier so eine, wie heißen die denn? Diese Kindersägen, die man im Werkunterricht benutzt hat. Diese kleinen, mit diesem ganz, diesen Faden als Sägeblatt. Weißt du denn? Ach Mensch, ich weiß nicht. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ist das Ding voll? Und dann gehen die Teilnehmer als Team gemeinsam Kettensäge für Handbetrieb. Oh, eine Sache habe ich noch vergessen. Das Volumen der Flasche sind 1,1 Liter, wenn man es bis ganz oben nimmt. Das heißt, dieses Jahr wird das Ganze auf jeden Fall deutlich minimalistischer. Uns geht es halt quasi darum, dass die Teams sich jeweils zusammen Gedanken machen, eine Strategie entwickeln und überlegen, was machen sie dort vor Ort? Was können sie hier für kleine Helferlein für Tools reinpacken, um dort vielleicht vor Ort einen besseren Shelter zu bauen, um an Nahrung zu kommen, um vielleicht auch sich hier Informationen reinzupacken, gerade für die Anfänger, an die sie sich sonst nicht erinnern können. Ja? Du kannst ja auch ein kleines Survival-Buch reinpacken. Warum nicht? Theoretisch. Oder dir ein paar Infokarten schreiben, einlaminieren, hier reinpacken. Was kann ich essen, was nicht, worauf muss ich achten? Alles möglich. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar... Aber so Bereich Kanada oder kälter, da wird ja jetzt nicht so viel sein, was ich nicht essen darf, oder? Die Kleidung. Und im Endeffekt bleibt es da gleich wie in Staffel 1. Ich lese es nochmal einmal ab von der Liste. Wir haben ein paar Schuhe, was man ganz normal anhat, ein paar Socken, eine Unterhose. Als Frau darf natürlich noch ein bügelloser BH dazu eingepackt werden. Ein T-Shirt, eine Hose, ein Gürtel, eine wärmende Jacke, also ein Hoodie, Fleece, Daunenjacke, irgendwie sowas. Eine regendichte, winddichte Jacke, also quasi als Außenlayer. Ein paar Handschuhe, eine Kopfbedeckung. Kann Boonie sein, normale Mütze, Cap, was auch immer. Und ein Schlauchschal.
Also, wie schon gesagt, genauso wie in Staffel 1. Das ist morgen gibt es dann das Video zur Wildcard. Also für euch da draußen, die selber Bock haben, Teil der dritten Staffel zu sein. Fanden wir in der zweiten Staffel schon cool und wollen wir dieses Jahr auch wieder machen. Die Infos dazu gibt es nochmal gesammelt in dem Video. Zwei Wochen sind schon echt heftig, ne? Dass wir ja quasi das als Team Edition machen. Wie wird das funktionieren? Aber dazu dann morgen mehr. Also auf jeden Fall den Fritz Meinecke Live-Kanal abonnieren, um das Ganze nicht zu verpassen. Und den Seven vs. Wild. Sollte ich mich mit Marco zusammen bewerben? Auch nochmal unter dem Video verlinkt. Und ich sage, ciao und bis morgen. Okay. Direkt andere Video. Ich bin mal gespannt, weil das. Ich meine, wenn es schon Teams Edition ist, müsste Wildcard ja eigentlich auch Team sein, weil du sollst ja eigentlich mit deinem Best Buddy da rein, so. Geht es um die Wildcard. Wie könnt ihr da draußen Teil der dritten Staffel sein? Also, wer hätte es geahnt, wir haben ja eine Teams Edition, das heißt, es gibt auch zwei Wildcard-Plätze. Grundvoraussetzung, ihr müsst natürlich über 18 sein. Logisch. Zwei Wildcard-Plätze werden unabhängig voneinander vergeben. Das heißt, ihr bewerbt euch quasi einzeln auf einen Wildcard-Slot davon. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte es sogar wirklich cooler gefunden, wenn du dich als Team für die Wildcard bewirbst. Diese zwei Wildcards, die wir dann auswählen, ja, beziehungsweise das Orga-Team, Max und Hans im Hintergrund, werden dann gemeinsam das Wildcard-Team ergeben. Die Besonderheit dieses Jahr ist, es können sich alle Leute bewerben, unabhängig von irgendwelchen Followerzahlen. Ja, ich muss auch zugeben, hätte ich jetzt nicht so Lust drauf. So, wenn das dann einfach nur so ist. Und dann bin ich da irgendwie 14 Tage mit einer komplett fremden Person irgendwo im Nirgendwo. Nee. Letztes Jahr haben wir es ja so gemacht, unter 10.000 Follower auf irgendeinem Social-Media-Profil, weil wir quasi der Community den Normalos, kann man das so sagen, die Chance geben wollten. Unter 10.000, den Normalos. Die Leute, die das keiner kennt. Wollten dort dran teilzunehmen und nicht irgendwelchen großen Influencern. Und dieses Jahr, ihr könnt es euch schon vorstellen, wollen wir quasi die Kombination haben. Das heißt, eine Wildcard wird von uns ausgewählt, die auf dem größten Social-Media-Kanal unter 10.000 Follower hat und eine, die über 10.000 Follower hat. Okay, wir könnten Reichweite bekommen. Oh Gott, nee. Aber weiß ich nicht. Ich meine, es sind halt sowieso ganz viele Influencer, die da mitmachen wollen. Wieso dann die Wildcard noch so gestalten? So für die Leute, die dann keine Freunde haben? Weiß ich nicht. Verstehe ich gerade nicht so richtig. Das heißt, es können sich Sportler bewerben, Musiker, Leute aus dem TV, Politiker, keine Ahnung, die können ja auch mal rausgehen ein bisschen. Also, wisst ihr, was ich meine? Es kann sich im Endeffekt jeder bewerben, der über 18 ist. Und es geht darum, dass wir einen, nennen wir es jetzt mal Promi oder wie auch immer, jemand, den man kennt eventuell, zusammenpacken mit einem, aus der Community. Also, ich könnte mich bewerben und wäre dann vielleicht zusammen in einem Team mit Stefan Raab. Maybe. Olaf Scholz. Ich bleib doch zu Hause. So, und jetzt die Infos, wie ihr euch ganz genau bewerbt. Und wichtig, wenn ihr euch bewerben wollt, hört es euch bitte zwei, dreimal an. Macht euch Notizen. Die Sache ist, also man würde sicherlich ja vorher erfahren, wer der andere ist, oder? Also, in der Theorie. Was wir jetzt genau wollen. Stell dir vor, kommst du dahin und bist dann überrascht. Das Bewerbungsvideo muss auf YouTube hochgeladen werden. Wir haben wieder den Hashtag Seven vs. Wildcard zusammengeschrieben, auch nochmal eingeblendet hier, den ihr in den Titel mit reinschreibt. Könnt ihr zusätzlich mit reinschreiben, könnt ihr was anderes, aber im Titel muss irgendwo Hashtag Seven vs. Wildcard mit drinstehen, damit wir das Ganze natürlich finden. Die Bewerbung sollte maximal 7 Minuten lang sein. Kann auch ein bisschen kürzer sein, aber maximal 7. Und dann haben wir uns diesmal noch Gedanken gemacht zu dem Inhalt. So richtig hat mir das letztes Jahr noch nicht gefallen. Viele haben auch vergessen, sich irgendwie vorzustellen. Also es wäre wichtig, dass ihr überhaupt erstmal sagt, wer ihr seid, um euch überhaupt erstmal ganz kurz kennenzulernen, wie ihr heißt, Alter und so weiter. So ein bisschen, dass man ein kleines Gefühl für euch kriegt, woher ihr kommt. Aber den Namen zu ändern wäre halt auch dumm. Ich meine, Seven vs. Wild hat sich einfach vom Namen her so etabliert, das wäre blöd, wenn du den Namen ändern würdest. Was euch ausmacht, könnt ihr euch auch irgendwo ins Video einbauen. Und dann möchten wir, dass ihr euch etwas vornehmt, egal was es ist, was ihr noch nie
getan habt. Und das Ganze filmt ihr und dokumentiert ihr in dieser Bewerbung. Sucht euch irgendwas raus, es ist egal. Ich will gar keine Anhaltspunkte sein. Das heißt, es muss nicht nur Outdoor sein, es kann auch was ganz anderes sein. Egal ob sportlich oder physisch, psychisch, irgendein anderes Projekt, auch was nichts mit Outdoor zu tun hat. Seid auf jeden Fall kreativ. Ja? Es könnten auch Sachen sein, die nichts mit Outdoor zu tun haben. Hä? So, yo, ich habe noch nie Elden Ring gespielt. Let's fucking go. So, hä? Nee, Moment. Geht raus, bleibt vielleicht auch drin, macht einfach etwas, verlasst vielleicht eure Komfortzone, vielleicht auch nicht. Aber macht etwas, was ihr noch nie getan habt, was cool ist, was kreativ ist. Und teilt das Ganze mit uns. Bin ich aber gespannt, was Leute da machen. Und gebt auch ein bisschen einen Einblick in euch. Wer seid ihr? Wie heißt ihr? Wäre schon ganz cool, wenn ich weiß, wie ihr heißt. Wie alt seid ihr? Was habt ihr zum Bezug für Outdoor? Was für einen Stand habt ihr? Was für Skills? So, dass man so ein kleines Gefühl dazu kriegt. Und dann wird es im Endeffekt so wie letztes Jahr ablaufen. Ich werde mir ja einige Bewerbungen im Stream angucken mit euch gemeinsam. Wir werden wieder Abstimmungen machen, gucken, wer ist cool, wer könnte passen. Ja, es wird, glaube ich, dieses Jahr auch spannend, weil sich eventuell halt auch Leute bewerben, die wir vielleicht aus der Social-Media-Welt kennen. Ja, bin ich wirklich sehr gespannt, wer da alles so eine Bewerbung einsenden wird. Wie gesagt, gucken wir dann bei mir im Stream und kommt dann auch hier wirklich cool, auf den Live-Kanal, so wie letztes Jahr. Und ansonsten wird das Orga-Team natürlich den Rest der Bewerbung im Hintergrund alles checken, weil jede einzelne werde ich zeitlich gar nicht hinkriegen. Also nee. Dass ihr ein Gefühl dafür kriegt, ich lese nochmal ab, worauf achten wir? Infos zur Person, Umgang mit der Kamera, Sympathie, Kreativität, ganz wichtig, Community-Meinung, ja, was sagt ihr dazu? Eine gewisse Passion, ein Feuer, ja, was in dieser Person schlummern muss. Im August, September müsst ihr 3 Wochen lang Zeit haben, also das müsst ihr hinkriegen, durch Urlaub, Freistellung, wie auch immer. Wir brauchen jemanden, der zuverlässig ist, der körperlich auch fit ist. Ja. Ich bin so raus. Und ja, das Ganze muss schon ein vollständig geschnittenes Video sein. Und ganz wichtig, keine GEMA-Musik oder sowas verwenden, weil dann, ihr wisst es, gibt es irgendwelche Lizenzprobleme. Einsendeschluss ist, okay. Okay, ist das der 21.05.2023, also der 21. Mai. Ja, bis dahin könnt ihr entspannt, lasst euch auch ein bisschen Zeit, macht jetzt nicht hektisch. Ja. Einsendeschluss und auch erst danach werden wir dann reingehen. Überlegt euch was Cooles, seid kreativ und haut eine geile Bewerbung raus. Bin gespannt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere aus dem letzten Jahr sich vielleicht wieder bewirbt. Ja, vielleicht mit einem noch besseren Video. Die finale Entscheidung, so wie natürlich auch letztes Jahr, trägt dann natürlich das Orga-Team im Hintergrund, welche 2 Wildcards wie belegt werden. Letzter Step vor der finalen Entscheidung, damit ihr das auch mal mitbekommt, ist dann nochmal ein persönliches Gespräch. Also Max und Johannes, das Orga-Team, wird dann nochmal mit der Person Kontakt aufnehmen, nochmal mit der quatschen, ja, ein bisschen vertieft reingehen. Das ist fast wie bei so einem Bewerbungsprozess für irgendeinen Arbeitsplatz. Vielleicht machen wir noch ein Assessment Center oder so. Wäre auch ganz witzig. Nee, Spaß. Also es gibt natürlich nochmal ein persönliches Gespräch, damit man auch merkt, okay, passt das, harmoniert das, ist auch immer noch ganz wichtig. Und ja, morgen ist es dann soweit. Morgen kommt das erste Video zu den Teilnehmern. Morgen gibt es die Pistole auf die Brust für das ein oder andere Team, das vielleicht mitrechnet, vielleicht auch nicht mitrechnet. Ich glaube, ihr seid auch schon sehr gespannt, für wen wir uns entschieden haben, wen wir gern dabei haben würden. Ich bin sehr auf die Reaktion gespannt. Und es wird gut. Also auf jeden Fall den Fritz Meinecke Live-Kanal. Da bin ich sehr gespannt drauf. Morgen nicht zu verpassen, wo es dann wirklich um die Teilnehmer geht. Und unbedingt natürlich auch den 7 Worlds Wide Main-Channel abonnieren. Ist nochmal unten in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar verlinkt, damit ihr das nicht verpasst, weil da wird die 3. Staffel stattfinden. Und natürlich, ihr wisst es, die Uncut-Serie läuft da auch. Schaut da gerne mal rein, lasst ein Abo da, supportet damit das Projekt. Würde uns sehr helfen. Und dann sehen wir uns morgen in alter Frische. Tschüss. Tschüss.